Freunde, es geht hier um ein Camel Race. Wir sind hier in der Nähe von Doha bei einem Kamelrennen. Das ist der Sport Nummer 1 in Katar. Wobei Sport haben hier eigentlich nur die Viecher. Die gehen nämlich hier auf eine 5-Kilometer-Strecke und der Start wird jetzt gleich erfolgen. Das sind Roboter zwischen den Högern. Kamele werden digital sozusagen von ihren Besitzern angetrieben. Die hören die Stimmen ihres Besitzers beim Rennen und sollen dann schneller laufen. Das Ganze hier ist ein Spektakel, das sich visuell in Grenzen hält. Das ist so, dass hier die Besitzer mit ihren Autos der Rennstrecke entlanglaufen. Die Kamerateams sind jetzt da. Also es wird hier jeden Moment losgehen. Wir warten hier gespannt auf den Start beim Camel Race in Doha. Ein Ereignis, das live im Fernsehen übertragen wird, selbstverständlich. Es soll ziemlich viele Besucher anziehen. Und zwar Kamelbesitzer aus Kuwait, aus Saudi-Arabien, die hier auch mit ihren Viechern an den Start gehen. Es geht natürlich auch um Geld. Irgendwo an der Strecke soll es auch Logen geben, wo die reichen Kataris sitzen und sich das Rennen angucken und gucken, ob ihr Kamel gewonnen hat oder gewinnen wird. Es sieht so aus, als ob der Zeremonienmeister da oben bereit ist. Die Helfer scheinen auch bereit zu sein. Die Kamele sind es schon lange hier. Ist alles gerüstet, wie gesagt, Live-Übertragung im Fernsehen. 5 Kilometer Kamelrennen in Katar, in der Nähe von Doha. Das Wetter ist so, dass kein Kamel heute ins Schwitzen kommt. Wir haben nur noch so 20 Grad. Ich habe sogar ein bisschen Regen hier erlebt. Und jetzt wird es aber langsam Zeit, dass der Zeremonienmeister hier oben das Startsignal gibt. Er spricht in sein Funkgerät und das könnte bedeuten, dass da jetzt gleich was passiert. Es ist unspektakulär. Die Viecher laufen einfach los. Es wird nicht geschossen, das wird die wahrscheinlich nur erschrecken. Hier die am Start einfach nur die Barriere hochgezogen und dann wissen die Kamele, dass sie loslaufen müssen. Und es wird jetzt langsam Zeit, das zu machen, sonst wird meine Übertragung ja viel zu teuer, Freunde. Das muss per WeTransfer nach Deutschland gehen. Also beeilt euch mal jetzt, das kriege ich ja nie im Leben gesendet. Und guckt mal, dass das jetzt losgeht. Also Oberzeremonienmeister, gib mal bitte jetzt das Startsignal. Das steht doch jetzt alles hier. Jawohl, es geht, jawohl, und da ist der Start. Es geht los, Camel Race, 5 Kilometer in Doha und da gehen sie und da schwinden sie dahin. Ihr seht die Autos, das sind die Autos der Besitzer, der Kameraleute. Also das ist schon hier ein großes Ereignis in Doha, auch wenn es für uns Europäer danach nicht aussehen soll.